Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Close to the Action. Heute bin ich in Berlin auf der Die Schlümpfe-Premiere und werde gleich mit ganz vielen der Synchronsprecher über ihre Rolle, über ihre Vorbereitung und vieles mehr sprechen. Was für ein Charakter verbirgt sich denn dahinter? Eine starke, eine besonnene Frau. Sie ist halt, ich würde sagen, auch in diesem verlorenen Dorf so eine Art Anführerin. Sie redet nicht lange um den heißen Brei, sondern ist immer sehr kraft- und tatvoll. Ja, also du kannst eine Welt natürlich nur erzählen, wenn sie aus Guten und Bösen bestehen. Und die Schlümpfe sind ja alle so erschreckend und geradezu langweilig gut, dass es da den Antagonisten ja geradezu, diese Welt schreit ja geradezu nach einem Antagonisten. Und die wird verkörpert eben im Gargamel. Und der ist wirklich sehr, sehr böse, weil der braucht die Schlümpfe sogar, weil er sie im besten Sinne des Wortes liquidiert. Also der verflüssigt die und stellt sich dann unter die Schlümpfdusche, weil er dadurch mehr Energiezuwachs bekommt und zum mächtigsten Zauberer der Welt werden will darüber. Das ist also besonders fies. Und den habe ich gerade deswegen besonders gerne gesprochen. Weil gerade die bösen Figuren, die bösen Charaktere sind meistens noch mal etwas schillernderer und etwas bunter und facettenreicher als die eher langweilig stromlinienförmigen Guten. Hinter dem Charakter versteckt sich ein sehr selbstverliebter Charakter, der sehr eitel ist, sehr viel von sich hält, sehr selbstverliebt ist und das auch zeigt. Er ist manchmal ein bisschen leichtsinnig, aber er trägt eben sein Herz auf dem Oberarm. Ich glaube, das sagt alles. Charakterzüge nicht, weil Schlaubi schon so ein bisschen besserwisserisch unterwegs ist und das würde ich jetzt von mir selber nicht behaupten. Aber Schlaubi hat unheimlich viele Interessen. Also ist halt nicht so einseitig wie viele Schlümpfe, sondern hat halt also extrem viele Interessen, die er vertritt. Und das ist bei mir auch so. Ich habe auch sehr viele Hobbys und denen ich dann gerne nachgehe. Bist du dann selbst auch ein Fantasy-Fan? Absolut. Also ich liebe alles, was mit Fantasy zu tun hat. Ich liebe es, wenn Regisseure wirklich einfach mal auf den Putz hauen und wirklich was Kreatives erschaffen, wofür man auch teilweise erst richtig viel Fantasie braucht, um den Film dann sich irgendwie zu verstehen. Das ist ja was man kindlich nennen könnte und das möchte ich auch nicht verlieren, diese Art von Neugierde und Lust. Ja, total. Ich bin totaler Schlümpfe-Fan zum Beispiel. Hab als Kind mit den Schlümpfen auch viel gespielt und bin jetzt nicht der totale Fantasy-Nerd. Aber so diese Welten, die da erzählt werden, die lassen mich schon nicht, die packen mich schon. Ja, also Fantasy-Fan würde ich mich jetzt nicht betrachten, aber ich finde schon die Animationsfilme ziemlich cool und bin da ziemlich großer Fan von und bin immer wieder überrascht und auch wirklich sehr gespannt, wie es geworden ist, weil ich das ja selber alles noch gar nicht gesehen habe. Was macht das Fantasy-Genre für dich dann so besonders? Naja, also für mich ist es super herausfordernd, mich in eine Figur hineinversetzen zu müssen, die schon komplett feststeht und ihr meine persönliche Note zu geben. Und was macht die Schlümpfe so besonders, dass sie die Zuschauer immer wieder fesselt? Ich glaube, bei den Schlümpfen liegt es daran, das ist über viele lange Jahrzehnte ja schon. Und das, ich glaube, Eltern können den Kindern immer was weitergeben. Es hat ja auch was mit einem Gefühl zu tun. Die halten zusammen. Es ist, es gibt kein Geld. Die Figuren suchen immer wieder nach Abenteuer. Sie halten zusammen. Die Freundschaft wird hochgehalten. Und letztlich ist die Message, wenn man so will, jeder Mensch oder jeder Schlumpf ist einmalig. Und wenn Kinder sowas mitnehmen, ist es schön für mich. Also das ist deswegen eine gute Frage, weil was mir bei diesem Film ganz speziell auffällt, es ist ja ein reiner Animationsfilm. Das ist ja nicht dieser, wie man so schön sagt, Hybrid wie bei den ersten Teilen, wo auch noch reale Menschen mit vorgekommen sind. Und es ist wirklich bei der Animation so toll gelungen, finde ich, diese Qualität herzustellen, die ich als Kind vor 40 Jahren hatte. Weil als Kind wollte man diese Schlümpfe anfassen. Als ich das erste Mal den Film gesehen habe, die Texturen, die Gesichter beim Papa-Schlumpf, der Bart, die Haare, das ist so knuffig. Man will das anfassen und das finde ich eine wahnsinnige Qualität, weil das hinzubekommen, das glaube ich, das dauert. Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Das ist halt so ein Mythos, weil den gibt es jetzt seit 60 Jahren.
Und ich weiß es auch nicht. Also ich kenne ihn ja selber noch als Kind, ich früher vom Fernseher saß. Und ja, das ist halt einfach. Das Gute daran ist, dass jeder so seinen Platz gefunden oder findet bei den Schlümpfen. Jeder hat so sein Merkmal und jeder wird akzeptiert. Und das ist auch gut so. Das kann man auch auf die heutige Gesellschaft irgendwo so übertragen, weil die Botschaft einfach ist, jeder hat so, findet so seinen Platz und soll akzeptiert werden. Jeder soll machen, was er kann und wird akzeptiert. Dann habe ich noch eine Fanfrage für dich. Hast du die vorherigen Schlumpffilme auch gesehen? Nein, muss ich gestehen, habe ich nicht gesehen. Nein. Ich muss gestehen, nein. Nicht alle. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei habe ich, die ersten beiden Teile. Nee, den zweiten habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Davor den Teil habe ich gesehen. Ja. Nee, ich bin totaler Schlumpfneuling. Und habe mich einfach total jetzt darauf eingelassen, auf das. Ich bin absolut unvorbereitet, unbeleckt und sonst wieder eingestiegen. Dann habe ich noch zwei Fanfragen für dich. Die eine lautet, wie bereitest du dich auf deine Rollen vor? Auf eine Synchronrolle kann man sich ehrlicherweise gar nicht vorbereiten, weil man den Film vorher gar nicht zu sehen bekommt. Du musst also sehr schnell reagieren. Dir wird ein Take gezeigt und dann musst du sehr schnell die Situation irgendwie umsetzen und für dich dann eine Sprache und eine Stimme finden. Also hier ist eigentlich schnelle Umsetzung und Schnelligkeit gefragt. Das kann manchmal sehr gut sein, weil wenn man zu viel Zeit hat und zu viel Zeit damit verbringt, sich auf etwas vorzubereiten, kann man manchmal auch einfach nur verkrampfen und dicht machen. Und die zweite Frage lautet, magst du Poetry Slam? Finde ich eine sehr ernstzunehmende und sehr faszinierende Kunstform. Etwas, was ich mir selbst überhaupt nicht zutrauen würde. Allein deswegen ziehe ich da schon 1000 Hüte vor. Es ist sehr beneidenswert, was die meistens sehr jungen Menschen, Mädchen und Jungs, da leisten und abliefern. Also ich finde es klasse. Dann habe ich auch noch eine Fanfrage für dich, nämlich wie sehen deine Zukunftspläne aus? Also ich arbeite derzeit sehr viel außerhalb des Netzes, gemeinsam mit meinen Geschwistern, einfach weil wir zu dritt einfach viel, viel mehr Menschen erreichen und da arbeiten wir derzeit an unserer eigenen Marke. Hast du denn die vorherigen Filme auch schon gesehen? Nee, leider muss ich zugeben, dass ich die bisher noch nicht gesehen habe. Aber es machen ja zwei Freunde, haben ja Synchronrollen übernommen, einmal Sammy und einmal Tim Oliver. Und deswegen wurde ich eingeladen und freue mich natürlich sehr und bin sehr gespannt. Und worauf freust du dich jetzt am meisten im Film? Also ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen, aber ich bin mir sicher, dass es super lustig wird und für die Kinder natürlich auch ganz spannend. Und ja, ich bin einfach gespannt. Wenn du dir jetzt da einen Schlumpf aussuchen dürftest, wen würdest du denn da gerne deine Stimme leihen, wenn es möglich wäre? Schlumpfine.